Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu unserer Arduino-Reihe. Heute wollen wir uns einem zweiten Projekt widmen, und zwar wollen wir heute eine kleine Ampelschaltung bauen. Das Ganze habe ich in einem Paket bekommen von Codino, Link ist unten in der Beschreibung wie immer. Da findet ihr sozusagen alles drin, was ihr direkt braucht, um starten zu können. Das heißt, ihr habt da Widerstände drin, ihr habt LEDs drin und so weiter und so fort. Habe ich im letzten Video ausführlich vorgestellt. Dieses Mal geht es jetzt um ein kleineres weiteres Projekt und ja, wir wollen eine Ampelschaltung bauen. Dazu haben wir natürlich hier erstmal zwei LEDs, das heißt hier einmal rot für Stopp und einmal grün für Go. Dann haben wir hier zwei Widerstände, das sind dieselben Widerstände, wie wir letztes Mal verwendet haben. Wir haben hier drei Kabel, die etwas länger sind, weil wir ein bisschen mehr Platz brauchen. Und drei kürzere Kabel, Farbe ist wie immer natürlich egal. Und was wir natürlich brauchen, ist eine Ampelschaltung, hat immer irgendwie einen Switch. Und deswegen haben wir hier dieses wundervolle Teilchen, was ja, ein Schalter im Endeffekt ist. Und Achtung, wir haben einen 10.000 Ohm Widerstand, das ist das Ding hier. Mit dem können wir ja nachher was anstellen, was ich euch gleich zeigen werde. So, und klar, Steckbrett und Arduino-Controller. Und unseren Code, der aktuell noch absolut leer ist, den werde ich euch nachher zeigen. Wir wollen das ganze Ding erst bauen und dann wollen wir es coden. So, jetzt fangen wir mit dem Ding hier an. Und zwar wollen wir hier erstmal natürlich die LEDs irgendwie verbinden. Das machen wir gleich, wie wir es letztes Mal gemacht haben. Das heißt, für uns, wir wollen hier, wir haben hier diese wunderbaren 5 und 6 nehmen wir hier. Und die 2 werden wir auch noch benutzen. Die 5 und 6 nehmen wir für die LEDs. Ich mache das mal hier gerade kurz. So, und hier die andere Zahl. Wundervoll. Okay, also 5 und 6 für die LEDs und den 2er werden wir nachher brauchen, um den Wert aus dem Schalter abfragen zu können. Das heißt, wir müssen irgendwie rausfinden, hey, welchen Wert hat jetzt eigentlich gerade mein Schalter? Wurde der gerade gedrückt oder wurde er eben nicht gedrückt? Aber das machen wir nachher. Jetzt noch eine Kleinigkeit. Wir müssen klar das Zeug hier erstmal verbinden. Und das heißt, wir gehen hier, ist egal, wo wir reingehen. Ich mache es jetzt hier einfach mal in die 30. Hier rein und in die 25. Warum eigentlich nicht? Da rein. So, wunderbar. Und ja, jetzt können wir weitermachen. Und zwar können wir jetzt die LEDs verbinden. Das machen wir eigentlich exakt gleich, wie wir es letztes Mal gemacht haben. Das heißt, den langen Pin in Plus, also da, wo das Kabel drin steckt, und den kurzen Pin nebendran. So. Und dasselbe natürlich mit der grünen LED. Machen wir hier rein. Wunderbar. Okay. Und ja, jetzt haben wir im Endeffekt schon fast alles, was wir brauchen. Jetzt verbinden wir die beiden Widerstände noch. Jeweils auch wieder langes Ende hier. Da, wo die LED das kurze Ende drin hat, das ist jetzt das Minus sozusagen, wo die LED ihren Strom sozusagen ablässt. Und wir wollen jetzt hier den Strom vom Widerstand reinstecken oder abfangen, mit dem Widerstand abfangen und in den Minuspol reinleiten. Denn da muss der Strom wieder raus. Also hier in der Minusreihe geht der Strom sozusagen wieder zurück an unseren Arduino-Controller und ja, der ist dann sozusagen dafür da. Okay. Das ist der große Widerstand, den brauchen wir aktuell noch nicht. Das ist der zweite kleine hier. Na. Okay, und den benutzen wir natürlich für unsere rote LED. Das heißt, wir sagen hier genau dasselbe. In dieses Teilchen rein und in Minus auch wieder. Na komm. So, okay, jetzt haben wir eigentlich schon fast alles. Jetzt müssen wir nur noch den Rest verkabeln und der Rest ist natürlich das Ding hier. Und diese drei Kabel und der hier halt. Okay, so, was ist jetzt genau das Ziel von dem Ganzen? Also wir wollen sozusagen immer standardmäßig eine LED leuchten lassen und wenn wir hier draufklicken auf unseren Switch oder auf unseren Schalter, dann wollen wir die LED ausschalten und die andere kurz anlassen und wenn die dann eine Weile geblinkt hat oder eine Weile an war, dann schalten wir sie wieder aus. So. Ziel ist jetzt folgendes, wir wollen hier natürlich den Schalter erstmal mit Strom versorgen, das heißt generell einfach immer mit Strom versorgen und wenn er gedrückt wird, also wenn auf den Schalter drauf gedrückt wird, dann leitet der den Strom auch wieder weiter. Wenn er nicht gedrückt wird, dann leitet er logischerweise den Strom nicht weiter. So, das heißt, wir stecken jetzt erstmal den Schalter hier irgendwo rein. Ich mache das mal hier rein. So, achtet darauf, dass die beiden anderen Enden hier überhaupt nicht mehr drin sind. Das heißt, die sind völlig egal. Wir haben hier das eine Ende drin, das andere Ende woanders drin. Da geht sozusagen dann rechts geht der Strom rein. Ich mache das mal kurz näher an die Kamera. Rechts geht der Strom rein und links geht der Strom wieder raus. So,
Also müssen wir erstmal noch dafür sorgen, dass der Strom irgendwie reingehen kann. Und jetzt gehen wir auf die andere Seite von unserem Arduino-Controller. Und hier findet ihr irgendwo 5 Volt. Das ist das 1, 2, 3, 4. Das heißt, hier stecken wir das Teil rein. Und jetzt haben wir sozusagen ein permanentes An. Und dieses permanente An legen wir auf Plus hier unten hin. Das heißt, wir können jetzt hier sagen, okay, das Ding ist einfach immer an. Machen wir hier rein. Ja, ist eigentlich egal wo. So, und jetzt können wir hergehen und können unseren Schalter verbinden. Und das machen wir, mit welchem Kabel machen wir das? Und ja, das machen wir am besten hier, indem wir einfach sagen, okay, wir verbinden jetzt hier drüben, also hier fließt jetzt überall, wo Plus steht, durch unser Kabel, was wir hier verbunden haben, fließt jetzt hier überall Plus. Das können wir nicht mal mehr programmatisch steuern, das heißt, da müssen wir überhaupt nichts in unserem Code machen. Das ist einfach immer gegeben. Und das heißt, wir stecken jetzt hier einfach ein Kabel rein. Wir haben ja hier überall schon Plus, das heißt, wir können hier direkt einfach das Ding verbinden, also hier in die Plus-Reihe was reinstecken und hier in die Reihe von unserem Schalter, wo auch Plus fließt sozusagen. So, jetzt haben wir hier das Ding gebaut. Jetzt fließt sozusagen hier der Strom, wenn ich drauf drücke, aber wenn ich nicht drauf drücke, dann fließt kein Strom. Okay, also für den Fall, dass hier was fließt, machen wir hier einfach den Rückwert sozusagen. Ja, hier so rein, wobei, nee, lass uns das längere Kabel nehmen. Das wollen wir abfangen und zwar... Ja, wir stecken hier jetzt einfach dieses lange Kabel rein. Mit dem langen Kabel ist es halt einfach einfacher, da kann man besser sehen, was passiert. Und das stecken wir jetzt hier drüben zum Beispiel in unsere 2 rein, also 0, 1, 2 hier rein. Und was jetzt passiert ist, wenn ich diesen Schalter drücke, dann fließt Strom durch dieses schwarze Kabel in meine 2 rein. Und wir werden nachher diesen Pin hier dann auslesen. Wir werden schauen, ob da Strom fließt, also im Code dann, und können... Je nachdem, ob da eben Strom fließt oder nicht, können wir eben diesen Input verarbeiten. Jetzt müssen wir aber noch für den Fall vorsorgen, damit hier zum Beispiel kein Strom fließt, denn das ist der Fall in der meisten Zeit sozusagen einfach. Und das heißt, wir legen hier einfach diesen Widerstand, den starken Widerstand, legen wir hier rein auf dieselbe Reihe, wo der Pin sozusagen ist, für, oh, ich habe, glaube ich, das in die falsche Reihe gesteckt. Ja, habe ich. Das muss natürlich in der Reihe sein, wo auch... Das ist das schwarze Kabel, muss natürlich in der Reihe sein, wo der Schalter seinen Ausgang hat. So, und jetzt stecke ich den Verstärker einfach, oder Verstärker, Widerstand, stecke ich da rein, auch in dieselbe Reihe sozusagen, und leite mit dem den Strom hier rüber, auch wieder in Minus rein. Das ist unser Ground, und unser Ground bedeutet, naja, das ist eben das, was dann wiederum zurückfließen kann, das heißt, das ist sozusagen unser Minuspol, so ein bisschen. Und ja, den packe ich jetzt einfach mal, ist eigentlich egal, wo ich den reinpacke. Ich packe ihn hier rein und suche hier drüben mal unser Ground. Na, komm schon. Große Finger, kleine Pins, Probleme, die man ohne Informatik nicht hätte. So, wundervoll. Und ja, jetzt haben wir hier eigentlich schon alles, was wir brauchen. Wir haben alles verkabelt. Also ich gehe das ganze Setup nochmal kurz mit euch durch. Wir haben hier mehrere Teile, die völlig unabhängig eigentlich voneinander funktionieren. Und zwar der erste Teil... ist hier ein Pin, das gelbe Kabel ist an Pin 6. Das versorgt unsere rote LED mit Strom, wenn hier, also wir können ja dann einen Code steuern, ob wir auf dem gelben Kabel gerne Strom hätten. Falls wir das tun, dann sagen wir hier, okay, die LED leuchtet. Wenn die LED leuchtet, dann fließt der Strom wieder zurück über den Widerstand und wird vom Ground zurückgegeben hier an unser Modul oder an unseren Arduino-Controller. Selbiges gilt natürlich hier für das grüne Licht, allerdings mit einem anderen Pin, nämlich mit dem 5er-Pin, weil das braune Kabel genutzt wurde und das steckt einfach im 5er-Pin drin. Könnt ihr vielleicht nicht perfekt sehen, aber ist so, tatsächlich, und funktioniert genau gleich. So, jetzt nochmal zum Schalter. Der Schalter ist hier verbunden. Erstens mal über das blaue Kabel kriegen wir hier auf der ganzen Plusreihe Strom. Und dann zweigen wir diesen Plusstrom mit dem weißen Kabel hier ab. Der liefert hier den Strom an unseren Schalter. Wenn wir drauf drücken, dann fließt der Strom hier in dieses schwarze Kabel und fließt dann hier in den 2er-Pin rein. Mit dem können wir abfragen, ob da jetzt gerade Strom fließt oder ob keiner fließt. Und wir haben hier natürlich noch einen Verstärker. Ich meine eigentlich natürlich Widerstand. Der Widerstand geht hier in den Minuspol wieder rein und der Minuspol natürlich auch immer noch verbunden mit unserem Ground. So, jetzt zurück zum Code.
Und der Code ist eigentlich relativ simpel. Ihr kennt die meisten Dinge schon und das andere könnt ihr euch vielleicht sogar schon denken. Und zwar, wir haben hier einmal eine grüne LED, die liegt auf Pol. Ja, was habe ich denn vorhin gesagt, was wir hier haben? Die grüne LED ist mit dem braunen Kabel verbunden und das braune Kabel, muss ich gerade mal kurz nachschauen, liegt auf dem 5er. Okay, also grün liegt auf dem 5. Pin. Das muss man sich, wie gesagt, nachschauen. Und die rote liegt auf dem 6er Pin. So, unser Schalter, Achtung, den schreibe ich jetzt hier als Slot auf, liegt auf dem 2. Pin. Und wir speichern uns noch in eine Variable später rein, das machen wir jetzt noch nicht, ob dieser Knopf jetzt gerade gedrückt wird oder nicht. Das machen wir mit Pressed und Pressed ist am Anfang einfach gleich 0. 0 bedeutet, nein, er ist nicht gepresst. 1 bedeutet, ja, er wurde gedrückt, das heißt, er ist sozusagen an. Okay, unser Setup besteht jetzt daraus, diese Pin-Modes wieder mal festzulegen. Pin-Mode. Und hier können wir sagen, klar, grüne LED, green ist ein Output-Pin. Was bedeutet Output-Pin nochmal ganz kurz? Das heißt einfach, ich kann da Strom setzen, dann fließt der Strom, also ich kann sozusagen die LED zum Leuchten bringen. Oder ich kann es lassen oder Low-Strom setzen und dann fließt eben kein Strom, sprich die LED leuchtet nicht. Selbiges machen wir mit der roten LED und mit unserem Slot, den müssen wir hier auch schon definieren. Das ist allerdings ein bisschen was anderes. Hier lesen wir jetzt sozusagen, ob da gerade Strom fließt. Das heißt, wir haben einen sogenannten Input-Pin. Und Input-Pins, wie gesagt, kann man lesen. Das machen wir auch gleich noch hier unten in unserer Loop. Das ist aber von dem Setup her schon alles. Jetzt müssen wir hier eigentlich gar nichts mehr machen. Jetzt gehen wir hierher und schreiben erstmal natürlich die rote LED. Denn wir wollen ja eine Ampel schreiben, also eine Fußgängerampel. Wenn niemand drückt, dann ist rot. Das heißt, niemand darf drüber. Also sagen wir hier, die rote LED soll bitte leuchten. Red High. Also wir senden sozusagen vollen Strom aus. So, und jetzt lesen wir hier aus, ob ein Fußgänger dasteht und auf den Knopf gedrückt hat. Sprich, wir sagen, wir lesen in die Variable pressed, also da wird es reingespeichert, lesen wir aus, was gerade unser Slot sagt. Also wir sagen digital read unseren Slot. Und ja, was bedeutet das jetzt? Wir lesen hier aus, ob gerade Strom fließt an unserem Slot. Das heißt an unserem zweiten Pool oder an unserem zweiten Pin sozusagen. Und wenn da Strom fließt, dann steht da 1. Das heißt pressed gleich 1. Das ist dasselbe wie hier oben. Also das heißt, ich sage hier nicht pressed gleich 0, sondern hier unten sage ich dann pressed wird überschrieben. Und jetzt steht da 1 drin. Wenn hier allerdings kein Strom fließt, dann steht da immer noch 0 drin. Sprich, es hat sich nichts geändert. Okay, cool. Also, was machen wir? Und jetzt wird es ein bisschen tricky. Jetzt fangen wir mit der sogenannten If-Abfrage an, die viele von euch wahrscheinlich kennen. Manche, die gerade mit Programmieren anfangen wollen mit einem Arduino, wahrscheinlich noch nicht. Und If bedeutet, wenn was passiert, dann tun wir was und ansonsten machen wir das eben nicht. Das heißt, if pressed, also wenn in pressed gerade Strom fließt, also wenn der gleich heiß, achtet hier auf diese doppelten Gleichheitszeichen hier. Das bedeutet, wenn hier gerade Strom fließt, also wenn gerade jemand auf den Knopf drückt, dann wollen wir was machen. Ja, was wollen wir denn dann machen? Dann wollen wir unsere Ampelschaltung lassen, also laufen lassen. Ansonsten fangen wir hier, also ansonsten überspringen wir alles und fangen wieder von oben in unserer Loop an. Also das heißt, wir setzen wieder rot auf hoch, ändern sozusagen nichts. So, wenn jetzt aber jemand auf diese Ampelschaltung oder auf diesen Schalter drauf drückt, dann wollen wir was machen. Und zwar, wir wollen sagen, wir warten erstmal ganz kurz. Und zwar eine Sekunde. Ups, das ist sozusagen die restliche Zeit, wo die Autofahrer noch drüber können und noch nichts passiert. Dann machen wir unsere rote LED aus. Das ist ja die Fußgängerampel hier, die wir bauen. Das heißt, wir schalten jetzt die rote LED erstmal aus. Und ich kopiere mir das mal ganz kurz, damit es ein bisschen schneller für euch geht, damit ihr nicht so lange warten müsst. Dann lassen wir nochmal kurz unseren Controller erstmal fertig machen, damit alle begreifen, oh, sie dürfen jetzt vielleicht gleich laufen, sozusagen die Orange-Phase so ein bisschen. Und dann sagen wir, hey, wir wollen jetzt ganz gerne die grüne LED zum Leuchten bringen. Also green auf high. Und ja, jetzt können wir hier sagen, wie lange dürfen die denn laufen? Und da habe ich mich jetzt einfach mal für 6 Sekunden entschieden. Dann setzen wir natürlich unsere grüne LED wieder aus. Das heißt, hier dürfen dann keine mehr laufen. Und die, die laufen, müssen halt noch kurz fertig laufen. Das heißt, wir müssen hier nochmal kurz ein Delay reinpacken. Sozusagen eine Sekunde, die sie noch haben, um fertig rüber zu laufen über die
über die Straße und dann erst können wir wieder unsere rote LED anschalten. Ja, und jetzt hat sich eigentlich hier einiges getan. Wir haben echt viel gemacht. Ich gehe es nochmal ganz kurz durch. Und zwar, das Ding hier wird ja immer wiederholt. Also wir fangen wieder von oben an und gehen einfach immer die ganze Zeit runter. Das bedeutet für uns, wir wollen jetzt hier am Anfang die rote LED leuchten lassen. Klar, das ist die Autophase. So, und dann komme ich als Fußgänger an, muss auf den Slot drücken, muss beziehungsweise auf meinen Schalter drücken. Dann sagt mein Slot hier, ich werde ausgelesen. Also fließt da gerade Strom oder fließt kein Strom? Strom fließen bedeutet High, Strom nicht fließen bedeutet Low. Also ihr könnt ja auch, wenn kein Strom fließt, als Überprüfung schreiben, indem ihr hier Low statt High reinschreibt. Und diese Information, ob gerade Strom fließt oder nicht, speichern wir in die Pressed-Variable rein. Dann überprüfen wir hier, was in dieser Pressed-Variable eigentlich gerade drin steht. Wenn dieses Ding auf ich möchte gerade oder es fließt gerade Strom, wenn das da drin steht, dann heißt das für uns erstmal kurz warten, alle Autofahrer fertig drüber laufen oder fertig drüber fahren lassen, dann die rote LED ausschalten, dann kurz warten, grüne LED anschalten, alle drüber laufen lassen, grüne LED wieder ausschalten, nochmal kurz warten für die Nachzügler und die rote LED wieder anschalten. So. Jetzt stecke ich hier das Ganze in meinen USB-Slot. Ich brauche ganz kurz, der ist ein bisschen versteckt. Und schalte euch wieder die Kamera an. Gut. So, ihr seht, aktuell passiert hier gar nichts. Wir müssen jetzt kurz warten. Und zwar muss ich das hier erstmal natürlich hochladen. Und dann sehen wir, bam, die rote LED leuchtet. So, jetzt was passiert, wenn die rote LED leuchtet? Klar, das ist die Phase, wo die Autofahrer drüber dürfen. Jetzt drücke ich hier mal kurz drauf. Und dann sehen wir hier, die grüne LED leuchtet und sie leuchtet für 6 Sekunden. Dann geht sie aus, sie leuchtet immer noch, sie geht kurz aus und dann leuchtet die rote LED wieder. Und wenn wir das nochmal mit dem Code vergleichen, ich zeige es nochmal ganz kurz, rot leuchtet einfach immer. Und wenn wir drauf drücken, dann wird überprüft, was steht denn in diesem schwarzen Kabel drin. Also ist das jetzt aktuell immer auf Low im schwarzen Kabel, die Information, die wir immer auslesen. Jetzt ist die Information allerdings mal gerade nicht low, sondern high gewesen. Das heißt, wir gehen unsere If-Abfrage und lassen da dort die rote ausgehen, die grüne leuchten, dann eine kurze Pause und dann geht die rote wieder an. Super cool. Ja, ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen, so ein kleines Projekt zu machen. Und wenn ihr weiter Bock drauf habt, dann schreibt mir das Ganze in die Kommentare. Ansonsten wäre ich euch natürlich immer dankbar, wenn ihr über mich dieses Paket bei Codino kauft. Da ist alles drin, was ihr zum Arduino-Programmieren braucht. Und ja, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.